Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Ja, unsere letzte Aufgabe in diesem Park ist es eigentlich nur noch, einen Verkehrswert von, wie viel waren das, 100.000 zu erreichen. Ich denke, das sollten wir eigentlich hinkriegen, jetzt nachdem unsere Bahn schon etwas besser läuft. Oh, das ist ja hier so schleppend, vor allen Dingen mit dem riesigen Zug. Hey, Leute, aber schaut mal, sie machen die Arme nach oben, seht ihr das? Sie machen sie eindeutig nach oben. Ich sehe es, das ist eine nach oben gerichtete Hand. Ich komme nicht hoch, ich komme nicht hoch. So, da. Das sind ihre Hände und ich gehe in die falsche Richtung. Ah, das ist komplett andersrum als sie bei Sims. Das ist total schlimm. Okay. Yay. Wir freuen uns alle. So, hier mit den Teilen. Wie geht's hier voran? Was hatte ich denn hier eingestellt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, ein Viertel Last. Was ist denn hier ein Viertel Last? Wie viele sind denn hier überhaupt? 18 und 18? Ein Viertel von 18? Oh Gott, wie viel sind ein Viertel von 18? 4? 5? 5? 5? So, zwischen 4 und 5 müssen das doch eigentlich sein, oder? Okay, da will anscheinend überhaupt keiner mitfahren. Macht aber nichts. Ha, mein Hals tut immer noch total weh. Das nervt mich ein bisschen. Ich bin auch immer noch ein bisschen verschnupft, aber... Naja, ne? Es geht schon irgendwie. Wenn nicht, werde ich einfach zwischendurch mal was trinken. Ich hoffe, ihr entschuldigt oder lasst mir das durchgehen, dass ich meine Stimme ein bisschen versorge, wenn es ein bisschen zu anstrengend wird. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Das wird. Komm. Ich habe den Luftballon kaputt gemacht. Ich habe den einfach kaputt gemacht und dir auch. Und oh, was für ein blöder Tag ist heute. Nee, tut mir leid, Kinder. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ich fand's lustig. Also, tut mir jetzt leid für euch, ne? Aber man kann nicht alles haben, ne? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man früh lernen sollte. So, ich stelle mal hier noch so ein Pommes-Ding hin, weil es einfach mal cool aussieht da in der Ecke. Hätte ich jetzt aufgemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe das Blumenbeet angeklickt. Oh Mann, so, dann haben wir da jetzt dieses Pommes-Teil. Ja, für den Verkehrswert müssen wir eindeutig weiterbauen, also würde ich einfach mal behaupten, nee, wir brauchen nur noch 10.000, cool, dass wir das denn letztendlich auch tun, dann bauen wir einfach mal hier drüben noch ein Stück mit hin, oder? Dass wir hier unter die Bahn vielleicht noch so ein Stück gehen? Was haben wir denn noch hier Tolles? Naja, gut, Tolles sehr, sehr relativ. Ha. Ja. So viel zum Thema toll. Wir könnten höchstens hier diese Loopingbahn nehmen, die ist wirklich riesig. Obwohl, das ist die kleine. Es gibt noch so ein riesiges Teil, das ist mega riesig. So, können wir das hier hinstellen? Nee, hier können wir das nicht hinstellen, weil es sich ja da überschlägt. Dann stellen wir das mal hier hin. Und stellen das mal hier hin. So, dann lasse ich einfach mal den Weg hier lang gehen. Aber mir tut halt so weh. Ich mag eigentlich gar nicht reden. Das ist total schlimm. Aber ich will jetzt auch keine Videos nicht bringen. Also keine, nicht, ich will nicht keine Videos bringen. Ist das richtig? Nee, irgendwie nicht, oder? Also ich möchte unbedingt Videos bringen. Sagen wir es einfach so. Und deswegen, ja, deswegen nehme ich auch weiter auf. Weil wenn ich gar nicht aufnehme, weiß ich gar nichts mit meiner Zeit anzufangen. Ich weiß auch nicht. Dann fehlt irgendwie was. Das ist total merkwürdig. Ja, wir machen hier einfach mal irgendeine Musik an, sonst haben wir ja hier nie irgendwelche Sachen. Und ja, du wartest bitte 30 Sekunden und dann kannst du gerne aufmachen. Ah, was nehmen wir denn hier noch für eine Farbe für den Gehweg? Am besten halt grün-weiß oder so. Ja, ist hübsch. So, was nehmen wir an Geld? Das ist auch noch eine interessante Frage. Vielleicht 2,30. Mal gucken. Ihr meintet auch, vielleicht ist die Holzachterbahn einfach zu teuer. Das kann natürlich auch sein, glaube ich, aber nicht wirklich. Wir machen jetzt einfach mal 2,30. Und schauen mal, ob das jetzt hier besser wird. Ich befürchte ja wirklich fast nicht. So, ihr seid alle beschäftigt. Vielleicht sollten wir nochmal eine Kraft mehr hinschicken. So, bekommst du nochmal eine Ausbildung. Freu dich drüber. Dann wirst du auch noch schön rot angezogen. Und dann mach mal los, aber bitte mach keine Blumen. Und ja, wir bräuchten eigentlich nochmal einen Blumentyp. Weil Blumenjunge hat ja gekündigt, habt ihr mir gesagt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hey. Ich nenne dich einfach mal Flower Power. Ich weiß nicht, ob ich den anderen schon so genannt habe. Muss ich mal gucken. Ja, ich habe zweimal Flower Power, aber der eine ist zusammengeschrieben, der andere nicht. Also das haut schon hin. So, dann kümmerst du dich bitte nur um die anderen Blumen.
Mechaniker schlendert, verlässt Bahn. Okay, ihr kommt alle noch so miteinander klar. Du bist hier für irgendwas verantwortlich. Wir könnten uns ja noch hier so ein schönes Maskottchen leisten. Würde ich am besten gleich nochmal einen Elefanten nehmen. Dann haben wir so eine kleine süße Herde. So, und dann werden wir dich einfach mal noch konsequent ausbilden, damit du hier unsere Leute unterhältst und in den Park lockst. Ja, und sonst lassen wir die einfach mal jetzt so, wie sie sind und versuchen jetzt noch irgendwie den Verkehrswert hochzutreiben, weil in der nächsten Folge möchte ich eigentlich schon in den nächsten Park, weil das wird hier langsam ein bisschen eng und weiß ich nicht. Okay, wir brauchen nur noch 5.000. Das ist doch schon mal auch mega cool. Was können wir denn noch hinstellen? Irgendwie was Schmales. Hier den Kippturm. Der Kippturm ist cool, aber der passt da trotzdem nicht hin. Ja, dann stellen wir den doch einfach mal hier mit hin, oder? So. Weil den finde ich auch mega cool. So, ich mache hier mal so elendslange Warteschlangen, obwohl da eh kein Mensch ansteht. Aber naja. Man kann es ja versuchen, ne? So, dann teste dich doch bitte mal und ja, mach mal hier irgendwas und das auf 10 Minuten bitte. Hallo. So. Und. Ja, dann kannst du auch mal 30 Sekunden warten, das ist auch gut. Und dann, nee, das ist zu hoch. Ja, 240 ist okay. Machen wir das mal auf. Fährt hier eigentlich einer mit jetzt? Ja, hier fahren sogar Leute mit. Wahnsinn, aber so wirklich viele auch nicht. Müssen wir vielleicht noch irgendwie was zu essen oder zu trinken hinstellen? Ich weiß da nicht. Wir können ja mal so einen Fanartikelladen hier hinten hinbauen. So. Was haben wir noch? Wir haben hier noch keinen Geldautomaten, oder? Den haben wir nur vorne zu stehen. Dann können wir ja hier noch ein. Woo! Wir haben es geschafft! Ziel erreicht! Yay! Dann können wir hier noch einen Geldautomaten hinstellen. Und ja, die Frage ist jetzt, gehen wir gleich in den nächsten Park oder mache ich das halt wirklich erst im nächsten Part? Ich glaube, wir machen das wirklich erst im nächsten Part, dass ich jetzt hier noch den Park abrunde, praktisch fertig baue mit euch. Und wir dann halt im nächsten Part schon im neuen Park sind. Also könnt ihr hier nochmal in Ruhe Abschied vom Park nehmen, dass ich euch nicht einfach so voneinander trenne und sage, hey, jetzt ist aus und vorbei. Nee, wir machen das alles ganz lieb und herzlich mit letzter Verabschiedung und so. Gut, du kommst noch dahin. Können wir noch was aufs Eck bauen und hier irgendwie dazwischen. Ja, wunderschön. So, dann brauchen wir noch ein paar neue Mülleimer, weil wir haben jetzt schon wieder hier ein bisschen weitergebaut. So, dann kann hier ein Mülleimer hin und hier hinten kann einer hin. Und hier ans Beet kann einer hin. So, noch irgendwelche Bänke, die wir platzieren können. So, hier und da. Könnt ihr euch alle hinsetzen und euch freuen, dass ihr einen Sitzplatz habt. Habe ich gerne gemacht. So, bitteschön. Verteilt euch mal ganz fleißig. So, du kannst natürlich auch aufmachen, lieber Bankautomat. Und die Toilette haben wir auch da. Haben wir noch irgendwas, was wir da hinstellen können? Hier, diese Safari-Teile sind halt auch echt cool. Und ja, wo habe ich denn eigentlich den Sonnenbrillenstand? Den habe ich, glaube ich, drüben irgendwo hingebaut, oder? Ja, gut, dann kann ich auch den Safari-Dings-Dabums da hinstellen. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich überlege gerade nur, wo ich den hinstelle. Kann ich ja hier mit hinstellen. Das ist schick. So, was haben wir denn noch? Ja, ich habe, glaube ich, für diese Woche schon noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Ich hoffe, dass ihr euch darüber freuen werdet. Das gilt dann auch für alle Let's Plays, würde ich sagen. Und ja, mal gucken, wie das so bei euch ankommt. Ich denke eigentlich gut. Aber wir warten es einfach mal ab. So, dann kommst du dahin und du kommst dahin. Ah, dann haben wir die Ecke hier auch noch irgendwie verfüllt. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch hier unsere schöne Warteschlange. So hübsch, hübsch. Dann können wir da eigentlich auch noch ein Blumenbeet hinpacken, oder? Ach komm, wir packen da noch ein Blumenbeet hin. Dann passt sich das alles auch nochmal schön ins Bild an. So, perfekt. So, dann testen wir den Roboarm mal. Wir haben vielleicht noch irgendwie so eine Robomusik. Da gab es doch mal irgendwas so von wegen, irgendwas mit Spice gab es da mal. Was ist mit, oder beziehungsweise, wo ist denn das? Hier, Girls Like Spice und,
Das machen wir mal auf 10 Minuten und den Preis mal auf 2 und dann können wir das eigentlich schon aufmachen. Und passen mal nur noch schnell den Weg hier an, obwohl das können wir eigentlich so in einem leichten Blauton machen. Dann hebt sich das auch mal ein bisschen ab, weil der Robo-Arm ist ja auch so leicht braun-grün. So, und dann noch du. Du hast auch noch so einen verkorksten Weg. So, dann hier mal so dieses Grün und dann mal dieses Gelb und dann mal dieses Weiß. Und dann kann man das hier alles super gut unterscheiden. Ja, das Problem ist einfach nur, wir haben jetzt hier wirklich viele Parkbesucher, aber wir haben einfach zu viele Bahnen, sodass sich keine riesigen Warteschlangen bilden. Das ist halt ein bisschen schade. Ich war Zug, der du hier so ganz halb einsam durch die Gegend fährst. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier mal zumachen und die Züge ein bisschen verändern. So vielleicht mal auf 6 oder so. So ein Zug reicht dann da auch noch locker. Und der ist immer dann noch nicht voll. Ach je, ist ja tragisch, traurig und so weiter. Aber hier stehen sie noch an, ne? An den Attraktionen. Das ist ja echt krass, wie sie hier anstehen. So, 1, 2 sind echt beliebt. Vor allen Dingen unser Kopfüberding da von Anfang an. Auch nicht schlecht. Die hier sind alle recht belaufen, aber die hier hinten halt einfach nicht. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die meisten hier nicht gleich durchkommen bis dahin. Aber hier ist ja auch gut voll, ne? 14 Personen ist ja nicht schlecht. Und hier? 2 Personen, ja, mein Gott. Oh, herrlich. So, 3, na Wahnsinn. Okay, das Ding ist wieder kaputt oder immer noch kaputt. Man weiß es nicht, oder was? Ja, ich glaube, man weiß es nicht, ne? So, was können wir denn noch machen hier in unseren letzten Minuten? Weil wirklich viel ausbauen lohnt ja jetzt nicht mehr. Wir haben es ja auch fast geschafft, hier einmal komplett rumzukommen mit unserem Park. Ich wette, das wäre jetzt auch noch was anderes, wenn wir hier einmal mit dem Weg anschließen. Das könnten wir jetzt zum Beispiel noch machen. Dass wir hier den Weg zu Ende bauen. Und hier einfach nochmal drüben anknüpfen. So. Dann gibt es hier wenigstens auch eine direkte Verbindung und die Leute verlaufen sich vielleicht einfach besser, als wenn sie dann immer nur den einen Weg gehen müssen. Dann können sie hier halt ein bisschen runterlaufen. So, da ein Mülleimer. Hier ein Mülleimer. Und da ein Mülleimer. Das müsste erstmal fürs Erste reichen. So, dass sie nicht gleich überall Müll rumliegt. Ja, also so ist der Park ja ganz praktisch, wie ich finde, oder? Also wir hätten jetzt hier ein bisschen mehr bauen können, aber im Notfall könnte man das ja immer dann noch ausbauen. Also sieht schon cool aus mit den Teilen hier, ne? Ihr wollt bestimmt mal mitfahren, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rauf. Und wow, Leute. Ach du Scheiße. Was wollt ihr denn? Oh mein Gott, das ist ja heavy, ey. Heftigst. Oh Gott. Okay, nee, da will ich nicht hin. Ah, das ist ja echt krass, ne? Hilfe! Das ist ja übel. Oh mein Gott! Wow, ist das krass. Oh, scheiße, da würdest du mich nie im Leben reinkriegen. Oh mein Gott! Also, ich würde, boah, ich würde mich übergeben. Das geht ja mal gar nicht so. Was ist jetzt hier mit dem Kippturm? Gucken wir doch einfach mal in die Kippturmoptik. Oder beziehungsweise warten, bis hier die ganze Zeit noch Leute kommen. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es euch? Wie geht es dir? Wollt ihr drüber reden? Nein? Halt nicht. Oh, ihr seid langweilig. Ja, Leute, ich will, dass ihr auch mal hier irgendwann losfahrt. Kann das irgendwann mal geschehen? Ah, klar, wenn ich rausgehe, ne? Das ist so typisch. So, okay, das geht dann also nach oben. Es wird dann immer schneller, wenn es nach oben geht. Und ich wette, wir kippen dann auch gleich, wenn wir oben sind. Oh Gott, ja, wir kippen. Oh mein Gott, Alter. Das ist eine völlig verzogene Wahrnehmung. Das ist so, als wenn es schwindelig ist. Oh, Scheiße. Hilfe. Oh nee, Leute. Also das mache ich nicht mit. Oh nee, da wird mir schlecht hier vor. Können wir hier mitfahren? Ich wette, das ist halt sowieso nicht los. Aber ist auf jeden Fall auch cool, ne? Naja, was soll's, ne? Ha, das Ding, da fahre ich auch auf keinen Fall mit. Ich glaube, da gibt es auch nur die Standansicht.
Ja, ne? So viel dazu. Was haben wir jetzt hier noch so freigeschalten? Eigentlich jetzt vielleicht noch irgendwas Interessantes? Auch nicht wirklich. Nee. Ja, das Teil könnten wir höchstens noch mit hinstellen. So. Nochmal zum Abschluss irgendwas hingebaut, damit es voller wirkt. Tada. So, hier, teste mal. So, Schnelldurchlauf. Hier, 10 Minuten und da Preis von 1, ja, 1,80. Und dann hier jede Last mit 30 Sekunden und dann voller Fahrt voraus. Wuhu, was geht? Also das Ding ist ja auch eklig, oder? Ist ja krass. Gott, ey. Was ist denn so toll daran, dich 10-mal zu überschlagen, ey? Ich würde Sachen nicht reinkriegen, ey. Ich könnte kein Astronaut werden. Ach, Reinigungskraft 12 denkt darüber nach aufzuhören. Oh mein Gott. Leute, wir werden ohne Reinigungskraft 12 nicht mehr den Laden hier schmeißen können. Aber das werden wir jetzt sowieso nicht, da der Part zu Ende ist und wir im nächsten auch schon bei der nächsten Mission rumhängen werden. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, auch wenn sich das jetzt alles ein bisschen langgezogen hat. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder, wenn ihr wollt. Und ja, bis dann!